Willkommen an der Strandpromenade der Orakelnixe zu diesem kleinen Vollmondorakel im Steinbock mit Krebs einwirken. Das heißt Gefühle, 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 die jetzt Hand und Fuß bekommen können. Wir haben die Meditation und Nachdenken, geh durch die Ängste und ein Problem löst sich auf. Skorpion macht Nägel mit Köpfe. Genauso wie der Steinbock, der Krebs lässt etwas fließen, genauso hier wie die Fischleins. Und wir haben im Unterdeck noch überwinde deinen Stolz, der Löwe. Ja, Stolz, unterm Tisch runterkehren, die Emotionen jetzt leben, heißt es hier mit diesem Vollmond, der jetzt ansteht. Und den Zyklus verbreitet. Was darf ich denn hier jetzt noch erfahren? Welche Energien bringt dieser Vollmond hier denn noch mit Standfestigkeit, mit Durchhaltevermögen, mit Ausdauer und den Gefühlen im Gepäck? Ein Jägenüberlein habe ich hier am Unterdeck. Okay. Also es geht doch tatsächlich mit den Lilien heiß her. Ein karmisches Aufgabengebiet soll gelöst werden. Dann schieben wir das Ganze mal noch ein bisschen hoch. So. Die Lilien, der Ring, also es geht um eine magische, anziehende Verbindung oder eine Verbindung, die jetzt mehr in Ausgleich kommen soll. Das heißt Friede, Harmonie, vielleicht auch Versöhnung, Entschuldigungsenergien, je nachdem, auf was ihr hier schaut. Etwas wird jetzt flexibler gestaltet. Ja? Jemand kommt ein bisschen von der Verbissenheit heraus. Der Krebs macht es ein bisschen locker, fluffiger mit der Energie der Gefühle. Ja, der Steinbock hält es immer eher ein bisschen zurück. Der Krebs kann es eher ein bisschen fühlen. Und spirituelle Aufgabe hier mit dem Labyrinth heißt es hier. Also nicht nur schwafeln oder sich hinterm Berg halten, sondern wirklich zu den Gefühlen stehen. Ja, man darf hier nicht nur oberflächlich, ja, der Park heißt ja auch Oberflächlichkeiten, oberflächlich irgendwie an Herzensdinge kratzen, sondern wirklich jetzt Nägel mit Köpfen machen, sei es in Liebesdingen, sei es in Berufung, eintauchen, es verfestigen, die Träume wahr werden lassen, auch die Visionen und neue Schritte wagen. Für den einen oder anderen, der hier Single ist, sich komplett losgelöst hat von Altem, heißt es, hier darf jetzt etwas Neues hereinfegen und sich auch manifestieren. Ja, vielleicht ist es derjenige hier, kommt sogar Hobby Galoppi mit dem Pferdchen angetrapselt. Na, da bin ich mal gespannt, was derjenige hier im Gepäck hat. Ja, man soll sich der Spiritualität hingeben. Bring Liebe in die Situation. Heißt es hier. Na dann, lass den Liebenden den freien Lauf. Alles Liebe, deine Orakelnixe. Tschüssi.